Ja, so, dann legen wir los. Einen wunderschönen Mittwoch. Es ist ja Aschermittwoch heute, nach dem ersten Fasching, das wieder in echt gefeiert wurde. Ich habe mir sagen lassen, hier und da war ziemlich viel los. Und vielleicht ist ja so ein Webinar zur Mittagszeit da auch für den einen oder die andere eine ganz entspannte Erholung an dem ersten ernsten Arbeitstag wieder. Freue mich, dass sich doch ziemlich viele angemeldet haben, auch zu diesem ja, etwas speziellen Thema Ladestellenverzeichnis. Bevor wir einsteigen, was wir uns heute alles anschauen wollen, sage ich mal, was wir alles nicht besprechen. Also wir werden heute ganz wenig über Ladeautos, also über E-Autos sprechen. Wir werden nicht darüber sprechen, wie eine Ladestelle funktioniert. Davon habe ich nämlich keine Ahnung. Wir werden auch nicht darüber sprechen, wo man am günstigsten lädt oder welches die beste Ladekarte ist. Heute geht es um eine Beziehung, nämlich die Beziehung, die die E-Control zu Betreibern von öffentlichen Ladestellen hat und umgekehrt. Was haben wir uns vorgenommen? Ganz kurz ein paar Blicke auf die Grundlagen und Hintergründe, warum wir tun in Sachen Ladestellen, was wir tun und was da der Sinn und der Zweck dabei ist. Wir schauen uns an das Ladestellenverzeichnis, einen kurzen Blick drauf und vor allem da einen Blick drauf, wie das genutzt wird und auf die Nutzerinnen, die dieses Tool schon verwenden. Und auch, wie es da so in der Datenbank aussieht. Dann wird es spannender, dann werfen wir einen Blick auf den Ladestellenmarkt. Hier geht es mir vor allem darum, ein paar Begriffe zu klären, zu erklären und sich anzuschauen, welche Player da alle so unterwegs sind und mit wem man es da zu tun haben kann, muss nicht. Ja, einen Überblick darüber. Dann eigentlich Kernstück, das möchte ich dann am Live-Tool sozusagen auch durchgehen. Wie registriere ich meine Ladestelle, wenn ich denn eine habe, am Ladestellenverzeichnis? Und schließlich diesbezüglich gibt es noch Möglichkeiten für Drittnutzer und für Dienstleister, sowohl was das Einmelden von Ladestellen betrifft, als auch mit der Datenbank an sich. Und dann machen wir noch einen Ausblick, was sich in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, sagen wir mal in diesem Jahr, beim Ladestellenverzeichnis und drumherum noch so tun kann. Und natürlich, wie immer, gibt es dann Gelegenheit für Fragen. Die öfter schon dabei sind, unser Stammpublikum sozusagen, weiß das schon. Es gibt rechts in dem Bedienmanual, das Sie da haben, von dieser Webinarplattform gibt es so eine Box, die heißt Fragen. Und da können Sie, wie in einer Chatbox, da können Sie Ihre Fragen bitte einfach hineinschreiben. Und wir werden uns das anschauen und werden dann möglichst viele Fragen davon noch beantworten. Wenn uns die Zeit davonläuft, keine Frage geht verloren, dann werde ich die im Anschluss gerne auch noch schriftlich beantworten. Gut, dann legen wir mal los. Ich habe gesagt, Grundlagen, Hintergründe. Viele von Ihnen wissen das vielleicht. Es gibt eine gesetzliche Grundlage, warum wir das machen. Das ist eigentlich bei einer Behörde immer so. Sollte immer so sein, dass es gesetzliche Grundlagen gibt für das, was sie tun. In dem Fall ist das ein Bundesgesetz mit dem wunderschönen Namen Bundesgesetz zur Festlegung einheitlicher Standards beim Infrastrukturaufbau für alternative Kraftstoffe. Viel Spaß beim Auswendiglernen. Wir nennen das kurz Infrastrukturgesetz im Hause. Und da ist festgehalten, dass Betreiber von öffentlich zugänglichen Ladepunkten diese Ladepunkte in das Ladestellenverzeichnis einzutragen und natürlich auch aktuell halten zu haben. Auch wenn das wieder enden sollte, wenn jemand also den Betrieb eines Ladepunktes, einer Ladestelle einstellt, dann wäre das dem Gesetz zufolge auch wieder bekannt zu geben, nämlich diese Ladestelle dann im Ladestellenverzeichnis zu löschen. Wie das alles geht, schauen wir uns, wie gesagt, in Kürze an. Was ist zu melden? Bis dato verpflichtend an sich nur der Standort und die sogenannte EVSE-ID. Auch dazu kommen wir später noch.
Also wo steht die Ladestelle, wo ist der Ladepunkt, heißt die Adresse und eben die ID, mit der der Ladepunkt eindeutig identifiziert ist. Alles andere, was es da so an Daten gibt, Stecker, Leistung, ist bis dato freiwillig, wird sich aber absehbar ändern, kommen wir später auch noch dazu. Warum das Ganze, was ist der Zweck? Zunächst natürlich für aktive E-Mobilistinnen, dass sie Informationen haben, dass sie Ladestellen finden. Es hat darüber hinausgehend aber natürlich auch noch den Zweck, dass überhaupt eine Sichtbarkeit für Ladestellen geschaffen werden sollen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen abnimmt, aber ein großer Hemmschuh bei der ganzen E-Mobilität ist ja doch immer noch diese sogenannte Reichweitenangst. Und in Verbindung damit natürlich auch immer die Sorge, da wo ich hinfahre, gibt es denn überhaupt Ladestellen, wo finde ich die? Und da ist ein Zweck auch quasi von diesem Ladestellenverzeichnis, auch über die aktiven E-Autofahrerinnen und Fahrer hinaus eine Sichtbarkeit zu schaffen, damit man eben mal auf jeden Fall elektronisch einen Eindruck gewinnt, aha, gar nicht so schlecht, gibt eigentlich überall und da wo ich fahre ganz besonders hoffentlich diese Ladestellen, sodass man da unterwegs sein kann. Ein weiterer Anreiz, in Anführungszeichen, sich in das Ladestellenverzeichnis einzutragen, ist ja auch das Thema Förderungen. Es gibt diverse Förderungen, die hauptsächlich genutzt ist, die des Bundes, die über die Kommunalkredite abgewickelt wird. Und wir haben öfter die Anrufe, dass die Leute sich bei mir melden und sagen, ja, wir müssen uns da eintragen wegen der Förderung. Also das ist richtig, also die Förderstellen verlangen auch, dass die Ladestelle ordnungsgemäß eingetragen ist. Aber liegen nach oben, es gibt grundsätzlich die gesetzliche Verpflichtung, also Förderung hin oder her, der Eintrag einer öffentlich zugänglichen Ladestelle ist auf jeden Fall verpflichtend. Was kann das Ladestellenverzeichnis jetzt sozusagen aus Autofahrersicht? Natürlich, es zeigt Ladestellen ausgehend von einem Standort. Es gibt ja auch verschiedene andere Tools, private, freiwillige Geschichten. Meistens starten die so mit einer ganzen Landkarte, die vollgepflastert ist mit ganz vielen Punkten. Wir haben hier ein bisschen den umgekehrten Ansatz gewählt. Bei uns sieht man zunächst mal oder gibt ein, wo bin ich gerade oder wo will ich hin? Und von diesem Standort aus werden dann zunächst mal die 10 nächstgelegenen Ladestellen angezeigt. Man kann das aber dann auch erweitern und ich steige jetzt auch direkt schon mal um und werfe einen Blick auf das Ladestellenverzeichnis selber. Man kann da auch quasi ohne groß was einzugeben einfach sagen, es soll den aktuellen Standort ermitteln, wenn man das freigegeben hat, zum Beispiel am Handy, und sagt dann Ladestellen finden. Und dann sehen wir, das Internet stöhnt gerade ein bisschen offensichtlich, wenn ich gleichzeitig das Webinar mache. Dann sehen wir auf der Karte die 10 nächstgelegenen und haben hier auch die Liste mit den Informationen, wo ich aufklicken kann. Und dann habe ich da auch den Kontakt und weitere Informationen, auch das Preisblatt in diesem Fall, sehr brav von diesem Anbieter, und auch die Informationen zu den einzelnen Punkten, also zu den Steckern, die ID, ob das roamingfähig ist, all sowas. Und dann, was vielleicht die eine oder andere nicht weiß, wenn ich hier unten diesen Pfeil klicke, dann kann ich mir beliebig viele Ladestellen immer weiter dazuladen. Wenn mir die ersten 10 nicht gefallen oder aus sonstigen Gründen, dann kann ich das immer weitermachen und man sieht in der Karte, es werden dann immer mehr. Ich kann die Karte auch verschieben und dann dauert es einen Moment. Ich hoffe, das Internet schafft das. Ne? Jetzt ist ein bisschen gleichzeitig hier. Also das springt dann an und für sich, wenn das funktioniert, springt das hinterher. Und man kann sich sozusagen dann hier auch einen Weg entlang handeln. Man kann auch filtern nach Stecker, nach Leistung. Wie gesagt, diese Informationen sind bis dato freiwillig, aber ich sage mal, das Thema Stecker, das Leistung, das ist auch den Betreibern ja wichtig, dass ihre Kundinnen und Kunden das wissen, was da vorhanden ist. Das ist sehr gut abgedeckt. Zahlungsmöglichkeiten meistens auch. Und da gehe ich doch nochmal zurück, was man auch machen kann, damit man, wenn man jetzt sozusagen hier als Adresse nicht die aktuelle eingibt, sondern zum Beispiel Platz
13a. So, das ist hier der Standort der E-Control. Kann ich hier die suchen und dann kann ich mit diesem Herz, kann ich das als Favorit abspeichern. Ja, sage ich hier E-Control. Und wenn ich dann, weil ich das immer wieder suche, dann brauche ich nur noch dahin klicken und habe das dann abgespeichert. Was kann das Ladestellenverzeichnis bis jetzt nicht? Es kann bis dato nicht anzeigen, ob frei oder besetzt ist. Wir wissen aus Befragungen von E-Mobilistinnen, dass das natürlich eine wichtige Information ist und haben das schon öfter gesagt, es ist alles vorbereitet. Ich spreche später noch kurz über eine Verordnung, die irgendwann kommen wird. Das ist in Arbeit, also die Information, ob eine Ladestelle frei oder besetzt ist, wird dazu kommen, aber derzeit kann das Ladestellenverzeichnis noch nicht. Wie ist der Füllstand? Wie sieht es aus bei der Nutzung, dem Nutzen? Wir haben momentan, das ist der Stand von vorgestern, muss ich gestehen, da habe ich das Ganze vorbereitet, 608 Betreiber registriert am Ladestellenverzeichnis. Die haben bis dato 7.421 Ladestellen eingemeldet, 16.000, also fast 17.000 Ladepunkte. Man sieht dann auch, es gibt ein paar Ladestellen, da fehlen die Ladepunkte. Das ist noch nicht ganz richtig, aber es ist im Vergleich doch ein relativ geringer Prozentsatz, der sozusagen mit der Registrierung oder mit der Einmeldung noch nicht fertig sind. Es gibt immer noch ein paar Ladepunkte, wo Strom auch gratis vergeben wird. Als Marketing, vielleicht ein paar Geschäfte. Ja, die allermeisten bieten nach eigener Auskunft bis dato Ökostrom an. Man sieht die Preiseingabe des dort genannten Ad-Hoc-Preises, auf den komme ich später nochmal zu sprechen, ist noch nicht so ganz durchgehend. Ja, dass die meisten roamingfähig sind, sieht man da auch. Und was wir auch sehen, die Zugriffe auf das Ladestellenverzeichnis über das ganze letzte Jahr relativ gleichmäßig. Sieht da hinten, gab es mal einen Peak. Wir haben übers Jahr gesehen 14.000 Nutzerinnen und Nutzer, die insgesamt 21.000 Besuche im Ladestellenverzeichnis abgestattet haben. 14.000 ist jetzt im Vergleich zur Bevölkerung noch nicht so ganz viel, wenn man das im Vergleich zu den E-Autos anschaut, die unterwegs sind und im Vergleich dazu unseren Spritpreisrechner herzieht, im Vergleich zu den Verbrennerautomobilen, dann ist das schon fast sogar mehr. Und das, obwohl man ja eigentlich, es reicht ja eigentlich, wenn man alle paar Monate reinschaut, um zu schauen, auf meiner Stammstrecke gibt es neue Ladestellen. Das heißt, im Vergleich zu dem, was an E-Autos unterwegs ist, ist der Nutzen eigentlich ziemlich gut. Ich sehe gerade, hier gibt es einen Zuruf. Es gibt eine Anmerkung, dass die Tonqualität so schlecht ist, ja, und ob du ein Headset verwenden könntest. Okay, wir können das auch so versuchen. Sag du mir, du hast ja den Kopfhörer auf. Ich habe ja die Regie hier noch neben mir sitzen. Ist das dann besser, wenn ich das näher getan habe? Also ich ein bisschen besseres Halt, wenn ich darauf. Okay, das ist der Raum, ja. Sonst können wir das natürlich auch machen. Wir wollen ja, dass alle zuhören. Kurze technische Umbau. So, an sich müsste es jetzt, da kommt was an. Gut, dann machen wir das so weiter. Vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, es ist jetzt deutlich besser. Und damit weiter im Text. Wen das interessiert, was es noch so an Daten zum und aus dem Ladestellenverzeichnis gibt auf unserer Webseite,
Unter dem Punkt Publikationen veröffentlichen wir regelmäßig Quartalsberichte, also alle Vierteljahr, so regelmäßig eben. Der fürs erste Quartal, nein, das letzte Quartal des abgelaufenen Jahres, der kommt in den nächsten paar Wochen online. Da gibt es dann noch mehr Informationen, was das Tool so kann. Dann kommen wir zu ein paar Begriffen aus der Welt der Ladestellen, nämlich der erste schon mal, die Ladestelle, synonym auch Ladestation, Englisch auch in den einschlägigen Regeln Charging Station. Das ist mal definiert als der Standort, das heißt die Adresse, wo sich die Lademöglichkeit befindet. Wir sehen da rechts zum Beispiel eben, dass alle diese Dinger, die da stehen, das ist eine Ladestelle, so wie eben eine Tankstelle auch eine ist, wo verschiedene Nozzle dann nebeneinander sind, wo man tanken kann. Und dort an der Ladestelle gibt es dann ein bis beliebig viele Ladepunkte, Englisch Charge Point oder auch Charging Point. Das ist der Zugang zur Lademöglichkeit, nämlich der Stecker, an dem jeweils ein Fahrzeug gleichzeitig geladen werden kann. Also es gibt ja auch Ladepunkte, wo es für verschiedene Steckertypen vielleicht Alternativen angeboten werden, also wo dann zwei Stecker rumhängen oder zwei Steckdosen sind, wo man sich anstecken kann. Wenn das aber immer nur eine davon dann auch wirklich funktioniert, dann ist das trotzdem nur ein Ladepunkt. Und jetzt kommen wir zu einer spannenden Frage. Was ist denn nun ein Ladestellenbetreiber, Englisch Charge Point Operator, kurz CPO? Das ist die juristische oder natürliche Person, die primäre Verfügungsgewalt, das ist übrigens kein Gesetzestext, sondern schon ein bisschen übersetzt jetzt, über den Ladepunkt hat. Ja. Wir werden später sehen, es gibt ja verschiedenste Player, die irgendwie vielleicht aus der Ferne Zugriff haben, aber die oder derjenige, der letztendlich hingehen kann und eine Mütze über dieses Ding drüber stülpen und sagen, da kann jetzt niemand laden, das ist die oder der Betreiberin. Der Vergleich ist, sage ich immer, die Gastronomie, der Wirt, die Wirtin. Ist es ja zum Teil auch, dass das Gasthaus, das Lokal ist gemietet, sämtliches Inventar ist geleased, der Kaffee wird geliefert. Vielleicht ist sogar das Personal von outgesourced und von einer Personalfirma dazu. Und trotzdem gibt es einen Wirt, eine Wirtin, die vor Ort, die den Schlüssel hat und die sagt, jetzt sperre ich auf oder jetzt sperre ich zu. Und das ist dann ja auch die der Betreiberin dieser Gastronomie. So kann man sich das so ein bisschen herleiten und merken. Und ganz spannend ist nun die Frage, was ist denn nun eine öffentlich zugängliche Ladestelle? Denn das ist genau das, das uns betrifft. Wir sagen das immer extra so umständlich öffentlich zugängliche Ladestelle, weil es geistert auch öffentliche Ladestelle häufig herum. Das klingt dann teilweise so ein bisschen, ist das jetzt von der öffentlichen Hand, sind die von der Stadt, von der Gemeinde, ist das eine öffentliche Ladestelle? Also darum geht es nicht, sondern es geht um die Frage, ist eine Ladestelle oder ein Ladepunkt letztendlich öffentlich zugänglich? Und das ist dann der Fall, wenn an diesem Ladepunkt diskriminierungsfrei, also jede und jeder laden kann und auch im Zweifel so gewünscht, sofort und vor Ort bezahlen kann. Das muss, also wenn die Kundin das nicht möchte und lieber mit ihrer Ladekarte, die sie von einem bestimmten Anbieter hat, bezahlt, was in 90% der Fälle der Fall ist, dann ist das auch okay. Aber es muss auch möglich sein, dort vor Ort direkt zu bezahlen. Auf welche Weise das wieder getan wird, das Zahlen, ist vielfältig. Also da kann ein Bankomatschlitz angebracht sein. Ist auch zulässig, dass man sich über einen QR-Code schnell auf einer App oder auf einer Webseite registriert und das dann über PayPal oder eine Kreditkarte macht oder auch Lastschrift. Es kann auch in Bar passieren. Also es gibt natürlich Hotels, da steht eine Ladestelle, die ist im Prinzip ansonsten offline und da geht man dann eben an die Rezeption, bezahlt in Münzen. Auch das ist okay. Auch das ist dann öffentlich zugänglich.
Es muss für die öffentliche Zugänglichkeit nicht 24/7 möglich sein, dahin zu fahren. Also wenn irgendwo eine Zugangsbeschränkung ist, weil nach Feierabend bei dem Hotel niemand mehr ist oder in einem Parkhaus, das nur dann und dann offen hat, das ist alles okay. Das beschränkt jetzt die öffentliche Zugänglichkeit nicht ein. In Wahrheit geht es darum, wer darf dort laden und kann man dort zahlen. Und diese Betreiber von solchen Ladestellen, die sind dann eben auch verpflichtet, diese Ladestellen und diese Ladepunkte in unser Verzeichnis zu melden. So, und dann haben wir noch einen ganz zentralen Begriff, nämlich die sogenannte EVSE-ID. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, ich kann es mir ehrlich gesagt nie merken. Electric Vehicle Supply Equipment ID, EVSE-ID. Mit der wird jeder Ladepunkt eindeutig identifiziert. Die müsste auch im Prinzip an jedem Ladepunkt in irgendeiner Form ersichtlich sein. Weiß jetzt nicht, ob man das in der Übertragung hier erkennt, aber bei diesem Beispiel hier steht es da unter diesem QR-Code. Wenn man den QR-Code scannen würde, dann würde man sie auch nochmal in groß sehen. Und die muss eben auch im Ladestellenverzeichnis eingetragen werden. Diese ID setzt sich grundsätzlich aus drei Bestandteilen, optional auch aus vier Bestandteilen zusammen, nämlich einmal der Länderkennung. Ja, da vorne ist leicht zu erraten, AT steht für Österreich, Austria. Das sind immer zwei Zeichen, also DE wäre Deutschland, IT wäre Italien. Bei Ladestationen, die in Österreich stehen, ist es mal AT. Dann kommt die Betreiber-ID, die EVSE-Betreiber-ID. Das sind immer drei Zeichen, also die E-Control Austria haben wir jetzt mal ECA genannt. Und diese ID kann sich jede Betreiberin, Betreiber im Registrierungsprozess auf dem Ladestellenverzeichnis, wir sehen das dann gleich noch, auch direkt ziehen, vergeben lassen oder auch eine Wunsch-ID, also sie noch frei ist, registrieren. Und dann gibt es die Ladepunkt-ID, das ist der ganze restliche Teil und den kann jede Betreiberin, jeder Betreiber selbst festlegen. Das müssen alphanumerische Zeichen sein, also nur Buchstaben und Zahlen und maximal 30 und es muss mit einem E beginnen. Ja. Durch dieses E ist nämlich dann festgelegt, dass es sich um eine E-Ladestelle und um eine EVSE-Betreiber-ID, EVSE-ID handelt und nicht um eine, die ganz ähnlich aufgebaut ist, ID für E-Mobilitätsanbieter, also die Ladekartenanbieter, die haben eigene IDs. Die fangen dann nicht mit E an und bei uns hier muss es also mit E beginnen. Dieser hintere Teil wird oft und gerne, und die Möglichkeit bei der Eingabe besteht auch bei uns, in zwei Teile zerlegt, nämlich, dass es einen Teil, die Station bezeichnet, die Station ID. Also sehen hier jetzt bei diesem Beispiel, sagen wir den Rudolfsplatz von Betreibern, die eben vielleicht an verschiedenen Standorten mehrere Ladestellen betreiben, macht es Sinn, diese da einfach zu benennen und dann den letzten Rest nehme ich dann, um zum Beispiel durchzuzählen, kann natürlich ABC genauso sein, ist beliebig, wie gesagt, aber das wird sehr oft gemacht, dass man das eben so aufteilt. Und diese Zeichen, also bei uns ist das jetzt immer ein Sternchen hier, so liest man es ganz oft und manchmal ist es da auf dem kleinen Beispiel, was ich da rausgezoomt habe, sind Leerzeichen, die gehören nicht zur ID, das sind nur Lesehilfen. Also diese Sternchen gehören nicht zur eigentlichen ID. So, werfen wir noch auf einen Blick auf den Markt an sich. Wer treibt sich da so rum? Mit wem kann oder hat man es zu tun? Natürlich die E-Autofahrerinnen und E-Autofahrer. Klar. Und wenn die laden wollen, dann haben wir da den Ladestellenbetreiber. Da wir eigentlich immer davon ausgehen, dass das Unternehmen sind, gendern wir das jetzt nicht durchgehend durch. Also das ist da der Betreiber, der das anbietet. Reicht das schon? Noch nicht ganz, weil der braucht natürlich die Ladesäule und die wenigsten werden das selber zusammenschrauben. Das heißt, da gibt es Ladesäulenhersteller, die das bereitstellen. Meistens wird dann ein Installateur noch benötigt, der das Ganze dann auch installiert und ansetzt. Dann muss da natürlich Strom hinein. Das heißt, es braucht einen Stromlieferanten. Jetzt ist es
mehr oder weniger zufällig so, dass eine große Reihe von größeren und mittleren großen Stromlieferanten, die man so kennt, auch selber als Ladestellenbetreiber tätig sind. Das muss aber nicht so sein. Ja? Ladestellenbetreiber ist ein freies Gewerbe, das kann jeder und jeder machen. Und wie bei jedem Gewerbe auch sonst, gibt es die Möglichkeit, sich dann als Ladestellenbetreiber den Stromlieferanten auszusuchen. So wie die Kaffeehausbesitzerin sich natürlich ja auch den Lieferanten aussuchen kann, der ihr den Strom für die Cappuccino-Maschine liefert. Der Stromlieferant ist natürlich darauf angewiesen, dass es ein Netz gibt. Das heißt, wir brauchen auch den Stromnetzbetreiber. Das muss sich auch ausgehen mit der Leistung. Kommen wir schon in die Kann-Dingen. Dann, wenn man das online haben will und über Kreditkarte oder sonst wie abgerechnet oder eben mit Ladekarte, dann gibt es verschiedene Abrechnungsdienstleister, die meisten Betreiber dann in Anspruch nehmen, damit ihnen das eben abgerechnet wird. Und dann gibt es Full-Service-Dienstleister, weil man sieht schon, Elektroinstallateur, Stromlieferant, Ladensäule, Abrechnung sind, gibt es Anbieter, die sagen, liebes Unternehmen, du willst Ladestellen vor dein Geschäft stellen, wir machen dir das alles. Ja, du kriegst bei uns alles aus einer Hand. Super Sache. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, ja, der E-Auto-Treiber braucht das E-Auto, da gibt es Marken und einen Vertrieb, die dann auch häufig als Ladekartenanbieter auftreten und da auch dann das ermöglichen. Es gibt reine E-Mobilitätsanbieter, also Unternehmen, die im Prinzip nur Ladekarten, also den Connect zwischen Ladestellenbetreiber und E-Mobilist, dann den Zahlungsverkehr herstellen. Zum Teil sind auch die Stromlieferanten für den Haushaltsstrom als E-Mobilitätsanbieter wiederum eben sagen, wenn du bei mir Kunde bist mit deinem Haushaltsstrom, dann kriegst du noch die Ladekarte dazu und kannst dann an diesen und jenen Ladesäulen zum Tarif XY laden. Und dann gibt es Aggregatoren, die wiederum diese ganze Anbieterei von Ladekarten, von mehreren Ladekartenanbietern zusammenfassen und sagen, mit unserer Karte werde bei uns Clubmitglied und dann hast du ganz viele Ladekarten in einer. Und dann gibt es Förderstellen, haben wir vorher schon kurz drüber gesprochen, die sowohl zum Teil die E-Autos, vor allem aber geht es ja bei uns jetzt um die Ladestellen, die das auch fördern. Und es gibt die E-Control. Die E-Control hat jetzt nicht mit allen diesen direkt was zu tun, hauptsächlich über das, was wir heute sprechen, mit den Ladestellenbetreibern, die eben ihre Ladestellen melden müssen und die sich bei uns auch so eine Betreiber-ID holen können. Und diese E-Mobilitätsanbieter, die eben auch eine ID brauchen, auch die Aggregatoren, alle, die damit was zu tun haben, die können diese sogenannte E-Mate, das war eigentlich ein schöner Name, E-Mate, diese ID, die sie identifiziert, auch beim Ladestellenverzeichnis sich registrieren. Natürlich hat die E-Control jetzt außerhalb des Themas Ladestellen mit den Stromlieferanten zu tun und mit dem Stromnetzbetreiber. Das Thema Ladestelle ist aber an sich außerhalb der klassischen Stromrechtsgebung, weil ja Ladestellenbetreiber keine Stromlieferanten selbst sind. Ja, die Frage taucht auch häufig auf, früher noch häufiger, inzwischen hat sich ein Stück weit geklärt. Also Ladestellenbetreiber müssen keiner Bilanzgruppe beitreten. Sie müssen auch sonst all die vielen Dinge, die Stromlieferanten aus guten Gründen tun müssen, nicht tun. Sie sind kein Stromlieferant. Deswegen hat an sich die E-Control jetzt auch keinen, auch keinen kontrollierenden Zugriff auf Ladestellenbetreiber per se, sondern nur im Rahmen dieses eigenen Gesetzes, was ich eingangs erwähnt habe, sind wir eben für die Registrierung dieser Ladestellen zuständig. So, wie läuft jetzt meistens der Weg zur Ladestelle, jetzt vor allem mit Blick auch auf das Verzeichnis ein? Da gibt es einen Ist- und einen Soll-Zustand. In den häufigsten Fällen. Der Ist-Zustand, nicht zu 100%, aber zu einem großen Prozentsatz,
läuft wie folgt ab und ist leider streng genommen falsch. Also ein Unternehmen beschließt, Ladestellen bereitzustellen und aufzustellen, öffentlich zugängliche Ladestellen, sucht sich eben doch meistens am liebsten so einen Full-Service-Anbieter, der ihn vom Aufstellen der Ladestelle bis zur Abrechnung alles anbietet. Vielleicht suchen Sie sich die auch einzeln. Und in der Regel, also die stellen das dann auf, die geben dann auch Zugang zu einer Abrechnungssoftware, wo man dann, manche machen das, du kannst deinen Preis selber bestimmen, andere sagen, du kannst aus Optionen auswählen. Ist alles spannend. Und damit das alles dann miteinander kommuniziert, also will dann der Ladestellenbetreiber, um das richtig zu machen, meldet dann auch die Ladestellen und den Ladepunkt ins Ladestellenverzeichnis und sagt dann den Förderstellen Bescheid, ja, das habe ich brav gemacht. Und das Problem dabei ist, dass diese Dienstleister bis dato in der Regel, die haben das schon so gemacht, das ist kein böser Wille, die haben das schon so gemacht, bevor es all das gab, das Ladestellenverzeichnis und diese Verpflichtungen. Die legen, weil sie ja auch schon die Hardware hinstellen und die Software, die legen dann eine EVSE-ID fest und vergeben dabei ihre eigene Betreiber-ID. Ja. Das ist natürlich nicht ganz im Sinn des Erfinders, weil die Betreiber-ID soll ja, wie der Name schon sagt, den oder die Betreiberin identifizieren und nicht den Dienstleister. Ja. Und was sozusagen ein ganz praktisches, jetzt, ich will gar nicht mal sagen, Problem ist, aber sozusagen eine Stolperstelle, wenn nämlich jetzt der einzelne Betreiber seine Ladestelle ordnungsgemäß einmelden will ins Ladestellenverzeichnis, dann kann er das nicht tun, weil nur mit der passenden Betreiber-ID und nur der die registriert hat, kann ins Ladestellenverzeichnis einmelden. Die pragmatische Lösung dabei ist für den Betreiber dann eigentlich wieder ganz angenehm, dass nämlich die Dienstleister das dann auch übernehmen und die Einmeldung für den Betreiber übernehmen und die großen Dienstleister sind auch über Schnittstelle bei uns schon angeschlossen und können das dann im Prinzip per Knopfdruck erledigen. Die schlechte Nachricht ist, das soll so nicht bleiben, weil, wie gesagt, eigentlich soll ja die Betreiber-ID die Betreiberin identifizieren. Es wird natürlich einen Bestandsschutz geben ab einem Zeitpunkt X, wo das dann etwas strenger gehandhabt werden soll. Und es ist auch für die Dienstleister kein Zusatzaufwand, weil die ja über Schnittstellen angeschlossen sind. Die können dann auch einfach für ihre Kunden die ID sich holen und es ändert sich aus Kunden- und Dienstleister-Sicht dann eigentlich gar nichts, außer dass dann die Betreiber tatsächlich ihre eigene ID haben und das dann auch richtig eingegeben ist. So, und jetzt schauen wir einen schnellen Blick auf das Tool selbst und schauen uns an, wie man vorgeht, wenn man sich jetzt hier eintragen will. Wenn wir noch gar nicht registriert sind, wenn wir neu sind, dann geht man unter, Sie sehen da oben an der etwas längeren URL, dass das nicht das Echtsystem ist, unser Test, aber die Internetadresse, wo man diese Seite findet, heißt https://admin.ladestellen.at und dann gehe ich hier auf Registrieren und dann kann ich auswählen, ob ich jetzt eben so eine E-Mobilitätsanbieter-ID haben will, wenn ich nur Ladekarten vertreibe oder ob, und das wollen wir jetzt tun, ob ich Ladestellenbetreiber bin und da mich registrieren will. Gehe ich da drauf und jetzt habe ich wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Ich kann sagen, eine ID habe ich schon, die habe ich über andere Wege bekommen, habe ich schon lange. Ich kann sagen, ist mir eigentlich völlig wurscht, stellt mir eine Zufalls-ID oder ich sage, ja, eben mein Unternehmen soll sich da irgendwie wiederfinden, eben zum Beispiel E-Control Austria, ECA und dann kann ich sagen, Verfügbarkeit prüfen. Und oh Wunder, dann ist die ID schon vergeben. Also ich muss dann irgendwas finden, was natürlich nicht drin ist. Ich gehe dann den Prozess durch, gebe dann nur meine Firmendaten ein, kriege dann ein E-Mail, wenn ich freigeschaltet bin und kann dann mich anmelden. Und dann sieht das so aus, wenn ich angemeldet bin. Dann habe ich hier meine Betreiberdaten.
ja, die ich vorher bei der Registrierung schon eingegeben habe, kann ich hier nochmal checken, kann ich natürlich und sollte ich auch, wenn sich was ändert, wenn ich übersiedle oder sonst was, sollte ich die dann auch ändern. Wir sehen jetzt hier in meiner Teststation, da sind schon ein paar Ladestationen eingegeben. Wenn ich hunderte habe, könnte ich diesen Streifen hier suchen. Wenn ich eine spezielle jetzt irgendwas ändern will, kann ich da suchen. Wenn ich jetzt aber neu bin, dann ist da natürlich hier unten noch nichts drin und dann gehe ich hier auf diesen Button und sage Ladestelle hinzufügen. So, und wie gesagt, Pflicht sind eigentlich nur der Standort. Man sieht die Pflichtfelder hier mit Sternchen. Ich gehe jetzt mal und mache einfach das, nehme das an, was mir das da vorschlägt. Hier sehen wir das Format, was jetzt der Autofill gemacht hat, ist nicht das, was wir haben wollen, sondern das soll immer so sehen, aussehen mit dem Plus 4,3. Das ist kein Plus, Plus 4,3. So soll das eingegeben werden. Aber wie gesagt, Telefon ist eigentlich gar keine Pflicht. Wohl eine Pflicht ist irgendeine Möglichkeit, wie ich mit dem Ladestellenbetreiber in Kontakt treten kann. Also da könnte ich auch eine Website eingeben. So. Ich kann da auch nochmal eine Telefonnummer oder eine Postanschrift hinschreiben. Ja. Hauptsache irgendwie wird angegeben, wie trete ich, zum Beispiel eben, wenn die Ladestelle defekt ist, wie trete ich mit dem. Ich kann da auch eine Wegbeschreibung noch reinschreiben, wenn es vielleicht ein bisschen versteckt ist oder auf einem großen Unternehmensparkplatz in Wien auf der SCS und dann sage ich, bei welchem Tor. Ich kann da angeben, ob ich eben Ökostrom laden lasse, ob man bei mir gratis parken kann. Ich kann Öffnungszeiten eingeben, da gibt es den Unterschied, ob ich kann da Freitext reinschreiben, ja, feiertags nicht geöffnet. Uns ist lieber, dass man das anzeigeoptimiert eingibt, nämlich hier ausfüllt, weil dann können wir das irgendwann dann auch so machen, dass man danach filtern kann am Frontend. Aus einem Freitext kann ich natürlich für die Datenbank nicht viel damit anfangen. So, wenn ich das fertig gemacht habe, dann speichere ich, das ist hier oben rechts, komme dann wieder auf diese Übersicht, kann am besten dann da drauf gehen nochmal, da habe ich kein Interesse, kann dann da nochmal schauen, ob alles stimmt. Und dann habe ich wieder rechts unten hier diesen Button Ladepunkt hinzufügen. So, und da bin ich jetzt bei den Daten, die jetzt den Stecker, also den eigentlichen Lade eingebe. Das habe ich vorher erklärt. Das wäre jetzt sozusagen in dem Beispiel, was ich gezeigt hatte, noch die 001 für die Station. Ich gebe hier ein, welche maximale Leistung die Station hat. Diese Längen und Breitengrade, das ist natürlich nur optional, aber wie gesagt, wenn es gibt ja große Anlagen, wo das vielleicht die Postadresse der Briefkasten ist 500 Meter entfernt und da geht noch ein kleines, durch ein Gewerbegebiet, ein kleines Straßal. Also wenn das abweicht, dann kann ich hier nochmal eine eigene, damit das richtig angezeigt wird auf der Karte, eingeben. Ich kann jetzt sagen, vielleicht, ob das kostenlos ist. Ich sollte angeben, ob es Roaming weiß. Ich kann, derzeit ist das noch freiwillig, meinen Preis bei Direktzahlung, das wird auch Ad-Hoc-Preis genannt, hier eingeben, je nachdem, ob es in Cent pro Minute, in Cent pro Kilowattstunde, es gibt sogar Kombinationen, ist hier alles möglich. Ja. Derzeit, wie gesagt, noch freiwillig, diese Angabe, genauso wie dann die verschiedenen Zahlungsoptionen und den Auswahl an Steckern. Das sollte in den Unterlagen, die die Betreiberinnen und Betreiber von ihren Dienstleistern, von dem, der die Ladestation aufgestellt hat, irgendwo zu finden sein, was für einen Stecker ich da habe. Das wähle ich hier aus. Grundsätzlich ist der Fahrzeugtyp mal immer Auto. Es gibt aber durchaus die Option, wenn es das vielleicht ist ein kleiner Stecker nebenan noch, dass man da auch Fahrräder laden kann. Das ist halt eine Convenience, eine Zusatzinformation. So, und dann gehe ich hier rechts oben wieder auf Speichern. Und dann war es das schon. Dann bin ich damit schon fertig. Es gibt hier oben einen Reiter. Ja, gehen wir noch durch. Sagen wir noch Benutzer natürlich. Ich kann Benutzer hinzufügen. Also ein Unternehmen kann durchaus auch selber sagen, die Frau Müller und der Herr Meier, die eine in der Steiermark, die andere in Salzburg für meine Ladestellen zuständig ist, die kriegt da auch einen Zugang und soll die für sie zu pflegenden Ladestationen dann dort selber pflegen. Und natürlich, wenn sich Daten, E-Mail-Adresse oder sowas ändert, dann soll man das da auch ändern. Dann gibt es diesen Reiter Hub-Anbieter. Ich habe schon gesagt, es gibt Dienstleister,
die auch für mehrere Betreiber das anbieten, die Daten zu pflegen. Man sieht hier die sich für sowas bisher registriert haben. Wenn ich mit so einem, und zwar nur, wenn ich mit so einem Dienstleister einen Vertrag habe, das funktioniert, dieser Vertragsabschluss funktioniert nicht über unser Tool. Wenn ich mit dem einen Vertrag habe, dass der mal für mich meine Ladestellen ins Ladestellenverzeichnis administrieren soll, dann wähle ich den hier aus und gebe dem damit den Zugriff auf bestehende Ladestationen. Das kann ich hier unten einzeln sogar machen. Das ist vielleicht habe ich das sogar aufgeteilt. Ja, sagt die in Ostösterreich macht die Firma so und so und im Westen macht die Firma so und so. Oder da oben mit einem Klicks kann ich das machen für alle Ladestationen. Genau. Und dann muss ich mich nicht mehr kümmern. Ich kann es aber trotzdem. Ja, wenn sich jetzt, weil das Ding ist defekt und ich möchte das jetzt schnell außer Betrieb kennzeichnen und es ist aber schon nach Feierabend und mein Dienstleister ist nicht mehr erreichbar, kann ich mich natürlich trotzdem selber einloggen und diese Änderung manuell durchführen. Dabei muss man nur bedenken, dass immer das, was als letztes passiert, es gibt da keine Priorität, sondern das bleibt, was als letztes passiert. Weil wenn jetzt der Dienstleister vielleicht so eine Routine laufen hat, wo jede Mitternacht alle Daten eingespielt werden, dann würde das meinen manuellen Eintrag wieder überschreiben, wenn das dann mitternachts läuft. Damit sind wir schon bei den Drittanbietern, Drittnutzern oder auch Dienstleistern. Wie gesagt, die Datenmeldung kann per Schnittstelle auch erfolgen, also nicht nur über das Backend, sogenannte API. Wenn man das auch für sei, also größere Betreiber, die ganz viele Ladestellen betreiben, die machen das natürlich nicht manuell, sondern per Schnittstelle, dann registriert man sich ganz normal, einmal manuell und schickt dann ein E-Mail an support@ladestellen.at mit der Bitte um Zusendung der Schnittstellenspezifikationen. Dann kriegt man ein E-Mail dazu mit dem API-Key und einer Dokumentation und kann sich das dann direkt an sein eigenes Warenwirtschaftssystem oder was auch immer anhängen und muss sich dann nicht mehr doppelt kümmern. Von dem Hub-Anbieter habe ich gerade gesprochen. Das war das, was wir gerade angeschaut haben für mehrere Betreiber. Auch da bitte einmal registrieren und dann ein Mail an support@ladestellen und dann diese Hub-Rolle anfängt. Wenn man das anders beschreibt, ich weiß dann schon, wir wissen dann schon, was gemeint ist. Für Datennutzer gibt es auch eine Schnittstelle, die ist kostenlos und öffentlich, damit man alle Daten, die auf ladestellen.at angezeigt werden, auch über eine Schnittstelle abfragen kann. Ob man die nun in ein Navi einpflegen will, in eine eigene App, für eigene Auswertungen, alles Mögliche. Dafür kann man sich hier auf dieser Internetadresse einmal registrieren, kriegt dann auch den API-Key zugeschickt und die Dokumentation. Also IT-Studentinnen des dritten Semesters können das meistens dann schon, wie das dann geht. Und man muss sich jetzt auch die URL dafür nicht abschreiben, weil die Unterlagen werden natürlich wie immer nach dem Webinar noch auf die Webseite gestellt. Damit ein kurzer Ausblick. Ich habe schon häufiger gesagt, manche Dinge sind noch freiwillig, werden sie nicht bleiben. Es ist eine Verordnung, die sogenannte Ladepunkte-Datenverordnung des BMKs in Vorbereitung, schon ziemlich weit fortgeschritten, die Vorbereitung. Und die wird zum einen beinhalten, dass manche Attribute, die jetzt freiwillig sind, wie der Ad-Hoc-Preis, der stärker Leistung, ob es Strom aus Erneuerbaren gibt, die jetzt freiwillig sind, werden dann zu Pflichtfeldern. Vor allem aber wird ein neues Attribut hinzukommen, nämlich die aktuelle Verfügbarkeit, sprich ob ein Ladepunkt besetzt ist oder frei. Das funktioniert natürlich nur bei solchen Stationen, die online sind, also wo das eine Standalone-Station ist, die auch keine, also wo man auch dann nur Cash irgendwo bezahlen kann. Da muss natürlich jetzt sich niemand dahinsetzen daneben und immer, wenn ein Auto vorfährt, ins Webportal eintippen, jetzt steht da jemand und wenn er weggefahren ist, wieder jetzt ist er wieder weg. Die werden davon, wie das zu definieren ist, wird man noch sehen, aber die werden davon sicher befreit sein von dieser Pflicht. Aber alle die ohnehin online sind und wo diese Information über die Abrechnungssysteme sowieso vorliegt, wird das dann verpflichtend werden. Da wird es dann zwei Wege geben, entweder eben über die
API über die Schnittstelle, die schon gibt, dann kann man das direkt machen oder auch über die Backend-Betreiber, die ein Betreiber ohnehin nutzt. Mit denen werden wir uns wiederum dann per Schnittstelle anschließen und da muss man dann nur einfach das genehmigen. Mein Dienstleister XY ist berechtigt, wird es ein Haker geben, diese Meldung an die E-Control zu machen. Und bei uns macht dieser Backend-Betreiber dann auch einen Haker und sagt, ich melde für Firma XY die Verfügbarkeit und dann rennt das. Das sollte dann eigentlich für alle ein überschaubarer Aufwand sein. Wir rechnen mal damit, dass das Ganze im ersten Halbjahr dieses Jahres dann ins Rennen kommt, diese Neuerung. So, und damit werden ja im Unterschied zu unserer üblichen schon ein bisschen mit längerer Zeit gerechnet. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Und ich lasse mal das, ich frage einfach in die Regie, die, sonst haben wir hier so das Doppelbild. Aber kannst du mir die Fragen rüber vorlesen? Das ist schön. Viele Fragen freut uns. Nein, muss es nicht. Also öffentlich zugängliche Ladestellen müssen nicht 24/7 verfügbar sein. Die können an Öffnungszeiten von Einkaufszentren gekoppelt sein, von Parkhäusern, von wann das Hotel besetzt ist, was auch immer. Also das hat keinen Einfluss auf die öffentlich zugängliche. Im Extremfall ist auch eine Ladestation, die eine Stunde in der Woche verfügbar ist, aber wo jede und jeder laden kann und vor Ort ad hoc bezahlen kann, auf die eine oder andere Weise, wäre auch öffentlich zugänglich. Ganz kurze Antwort, ja genau. Eine Verordnung, da ist das Bundesamt für Eich- und Vermesswesen zuständig, ist da schon in Begutachtung. Es geht auch da dann noch, weil niemand will, dass jetzt alles sofort umgebaut wird. Da sind ja auch Investitionen draußen. Das heißt, das wird kommen. Es wird Übergangszeiten geben. Solange werden wir noch mit der Minutenabrechnung leben müssen. Im Prinzip wollen alle das auf Kilowattstunden umstellen, auch die Betreiber. Also es ist nicht so, dass die einen großen Spaß damit haben, nach Minuten abzurechnen. Auch denen wäre die Kilowattstunde lieber. Es ist noch eine technische Frage und ich sage mal, europäisch gesehen, wir sind da in Österreich nicht ganz vorne dran, aber das wird sich absehbar ändern. Und Netzen, also bei uns im Ladestellenverzeichnis ist kein österreichischer Netzbetreiber als Ladestellenbetreiber gemeldet. Uns wäre jetzt kein Netzbetreiber bekannt, der eine Ladestelle betreibt, außer natürlich da, wo auch die Trennung nicht zwischen Lieferant und Netz ist bei den kleinen Stadtwerken, die ja auch davon ausgenommen sind, von dem Unbundling, da ist es dann natürlich eine Einheit. Aber jetzt da, wo ein Unbundling sein soll, wo also Netzbetreiber eben nicht mit Elektrizität handeln sollen, da ist uns das nicht bekannt. Können wir aber, vielleicht ist es auch anders gemeint, können wir gerne per E-Mail noch, ich werde da noch darauf antworten, können wir dann nochmal in Austausch gehen, was da genau gemeint ist. Also die Idee ist einfach, dass mit dem, also das sind jetzt keine Quantensprünge, aber es ist nun mal die Idee, dass ein Betreiber eine ID hat und dass ich anhand dieser ID für Schadensfälle, für ich weiß nicht was, rückverfolgen lässt, wer ist der Betreiber. Und da das jetzt auch kein Hexenwerk ist, das so zu machen, dass jeder Betreiber eine bekommt,
zukünftig. Ja, also es ist allen Beteiligten klar und das soll so auch sein. Alles, was jetzt draußen ist, weil die Betreiber, die IDs sind ja auf den auf manchen Stationen auflackiert. Also es muss jetzt niemand Teams losschicken und das alles umfirmieren. Alles, was jetzt so ist, soll so bleiben, wie so ist. Es würde ja auch in den IT-Systemen, die die Abrechnung machen, riesen Verwirrung schaffen. Aber ab einem Stichpunkt, Zeitpunkt, der dann im Zuge auch dieser angekündigten Verordnung kommen wird, und einfach sagen, bitte jetzt nutzt, liebe Dienstleister, nutzt unsere Schnittstelle. Es gibt auch Dienstleister, die tun das schon. Zieht dort für euren Neukunden eine neue ID, nehmt die in eure Systeme und alle sind glücklich. Also wenn das fix eingestellt wäre, also es ist die nominelle jedenfalls. Ja, es ist klar, dass jede Ladesäule und auch jedes Auto hat einen Lastgang. Das ist nicht von der ersten Sekunde bis zur letzten gleich. Das, was eingegeben wird, ist die maximale nominelle Leistung. Wenn jetzt diese Trennung in dem genannten Beispiel fix wäre, also 150 zu 150, dann wären es 150, wenn da zwei Autos gleichzeitig laden können. Wenn das variabel ist, also sozusagen, wenn ich Glück habe und auf der zweiten Seite steht niemand, dann kriege ich die vollen 300. Dann wäre es 300. Die werden gar nicht ausgewählt. Die melden sich, wie beschrieben, bei uns, sagen, wir sind jetzt Dienstleister und dann werden die gelistet. Wie gesagt, der Vertragsabschluss, also man kann sich da zwar informieren, aber ein Hakerl da nur setzen, nützt gar nichts. Ja, man muss selbstständig mit einem Dienstleister in Kontakt treten, einen Vertrag abschließen und dann kann man das Haken setzen, weil sonst, also es tut jetzt auch nicht weh, aber es wird einfach nichts passieren. Es wird dann einfach nichts gemeldet werden, weil ja der Dienstleister dann davon gar nicht weiß, dass man das getan hat. Jetzt habe ich, irgendwo ist jetzt was eingeschaltet. Ich habe jetzt ein Echo. Falls irgendwo jemand ein Mikro eingeschaltet hat, würde ich bitten, das auszuschalten. Ja, also wie gesagt, die werden nicht ausgewählt, die melden sich. Jeder, der diese Dienstleistung erbringt, kann sich registrieren und dann bei uns melden. Dann wird er da aufgelistet. Da gibt es auch keine Prüfung, weil ja nichts passieren kann, solange der Kunde nicht auch sagt, ja, ich will und auch der Dienstleister, ja, ich will. Genau dafür gibt es die Schnittstelle, die API, kann man sich dann an seinen System, wo man irgendjemand, also irgendwo wird man ja, hat jeder Betreiber ein eigenes System, wo diese Preise hinterlegt sind, da kann man sich dann das verkoppeln. Das ist ein kleiner IT-Hack, sage ich mal, wenn man das nicht selber kann, kann das ein IT-Dienstleister in einem halben Tag. Und dann pflegt man das einfach nur noch in seinem eigenen System und hat es dann automatisch oder auf Knopfdruck, je nachdem, wie man es bei sich einrichtet, auch bei uns drin. Wird von den ganzen großen Betreibern, die hunderte von Ladestellen, Ladepunkten zum Teil haben, schon lange so gemacht, natürlich. Also die Frist ist bis jetzt, sie heißt eigentlich unverzüglich, das heißt eigentlich gleich. Das kann sein, dass sich das jetzt mit der genannten Verordnung noch etwas präzisiert. Aber die Frist, die lustigerweise ist eine konkrete Frist beim Abmelden genannt. Und sagen wir mal, diese 2 Wochen, die man beim Abmelden hat, also die sollten auf keinen Fall überschritten werden. Also nach 2 Wochen nach Inbetriebnahme sollte es eigentlich schon drin sein. Ja. Und alle diejenigen, die Förderung beantragt haben, denen sitzt dann sowieso der Fördergeber im Nacken, weil vorher gibt es einfach kein Geld, bevor das nicht da drin ist. Dazu gleich noch ein Wort. Häufig wird gefragt, wir hätten gerne eine Bestätigung für den Eintrag für unseren Fördergeber. So eine Bestätigung gibt es nicht. Da sind in den Förderunterlagen manchmal das ein bisschen unglücklich formuliert. Wir stellen keine Bestätigung aus, sondern www.ladestellen.at ist die Bestätigung. Also sobald es da öffentlich auftaucht und die Fördergeber überprüfen das auch selbstständig, ist das klar. Man braucht da keinen eigenen Zettel oder ein Zertifikat, sondern sobald es drin ist, scheint es online auf und dann ist die Bestätigung erfolgt.
Okay, dann sage ich sie noch mal, ja, okay. Aber ja. Ja. Also meine Antwort vorher auf die, wo ich von Fristen gesprochen habe, da lautete die Frage, wie lang die Frist ist, bis man eine Ladesäule eingemeldet hat nach Inbetriebnahme. Also das sollte eigentlich unverzüglich sein, aber wir sagen mal, die Zeit, die im Gesetz festgeschrieben ist für die Abmeldung aus dem Ladestellenverzeichnis, sind nämlich 2 Wochen, die sollte auf keinen Fall überschritten werden. Aber vermutlich wird diese Frist künftig noch etwas näher definiert. Das ist, kommt sozusagen, also die Frage lautet, wie ist, wenn ich einen bestehenden Ladepunkt sozusagen untermiete und da als Betreiber auftrete, wer macht dann jetzt da die Meldung und wie wird das erfasst? Das ist sozusagen wie ich mir das mit meinem Vermieter quasi ausmache. Letztendlich haben wir gesagt, der Betreiber ist der, der vor Ort die Verfügungsgewalt hat. Also wenn man es ganz korrekt machen würde, dann müsste sozusagen der Untermieter, der das jetzt betreibt, das übernehmen. Das ist auch kein Problem. Man kann im Ladestellenverzeichnis die Ladepunkte natürlich von einem zum anderen schieben. Man muss jetzt da nichts neu registrieren, deswegen also neu anlegen. In vielen Fällen, also in den wenigen, die uns bekannt sind, weil das dann unter mehreren großen und also umgekehrt, bei den Fällen, die uns bekannt sind, ist sowieso ein Dienstleister im Hintergrund, sowohl für den Untermieter, ich nenne das jetzt mal so, und den der es angelegt hat. Und dann macht der Dienst, dieser Dienstleister hat schon bisher die Meldung gemacht und macht sie dann auch einfach weiter. Also das kann man sich im Prinzip dann pragmatisch, so wie es am günstigsten ist, ausgestalten. Also jetzt eine Verordnung, die Abrechnung nach Kilowattstunden. Also die Frage lautet, wann ist mit einer Verordnung zu rechnen, die Abrechnung nach Kilowattstunden vorschreibt? Also eine Verordnung, die das vorschreibt, wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Die Verordnung, von der ich vorher gesprochen habe, ist die zu den Eichpflichten, die in Begutachtung ist, also die Eichung dann genau regelt und wie die Eichung abgenommen wird. Die ist bereits in Begutachtung. Wann sie dann tatsächlich abgeschlossen und in Kraft tritt, wissen wir auch nicht. Wir fragen regelmäßig auch beim Bundesamt für Eichenvermesswesen nach, haben bis dato leider noch keine definitive Auskunft bekommen. Wir hoffen sehr, dass es bald ist. Also die Frage ist, wer ist, nochmal die Frage, wer ist Betreiber? Weil richtig die Anmerkung ist, die Verfügungsgewalt kann auch beim Dienstleister, der kann das Ding fernab drehen, zum Beispiel. Ja, könnte auch der Stromlieferant kann auch also der Netzbetreiber könnte auch die Stromzufuhr stoppen und hätte damit auch Verfügungsgewalt. Deswegen hatte ich auf meinen Folien, das ist kein juristischer Begriff, aber ich habe es mal so hingeschrieben, die Primäre, also sozusagen der vor Ort das machen würde. Man kann es auch anders sagen, das ist derjenige, diejenige, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ne? Also der sich einen Dienstleister besorgt, der ihm Strom, der das Ding hinstellt, die Abrechnung macht. Immer wieder das Beispiel mit dem Kaffeehaus, da kann alles fremd organisiert sein und geleast und gemietet und trotzdem gibt es einen Wirt und eine Wirtin, bei denen das alles zusammenläuft und die den Schlüssel hat und aufsperrt und sagt, jetzt ist offen. Ganz, ganz ähnlich ist das bei den Ladestellen. Ja.
Also eigentlich ist es umgekehrt. Sie müssten wissen, also die Frage ist, wie weise ich nach, ob ich Betreiber eines Ladepunkts bin, wenn der Dienstleister das eingemeldet hat. Also ob ich Betreiber bin, muss ich im Prinzip ja mir gegenüber immer selber definieren. Ich habe mir den Dienstleister, ich habe die Verträge, im Zweifel, ich trage auch das finanzielle Risiko, weil ich habe Geld ausgegeben, dass die Ladesäule dahingestellt wird. Und dann bin ich verpflichtet, das einzumelden, wenn den Eintrag der Dienstleister vorgenommen hat. Und der hat, wie es bis dato ist, auch dafür seine Betreiber-ID verwendet, die nicht die ist von dem, der jetzt sozusagen diese berühmte vor Ort Verfügungsgewalt hat, dann macht das zunächst mal nichts. Das stört die Fördergeber, also die Frage zielt, glaube ich, vor allem in Sachen Fördergeber ab, das stört die nicht. Ja. Also die schauen nach, die überprüfen, Sie haben angegeben, dass Sie an diesem Standort eine Ladestelle betreiben und möchten dafür Förderung haben, und die schauen nach, ob unter dem Namen, das sollte natürlich schon sein, also der Name erscheint im Ladestellenverzeichnis des Betreibers, und der Dienstleister, und das tun die auch so, sollte dann da schon den Namen des Kunden, also seines Kunden, hinschreiben. Also Gasthaus zur Rose steht dann da, und die Fördergeber schauen danach, gibt es unter dem Namen Gasthaus zur Rose im Ladestellenverzeichnis, unter dieser Adresse ist da ein Eintrag vorhanden. Wenn der da ist, ist alles in Ordnung. Was der für eine EVSE-ID ist, interessiert die Fördergeber im Prinzip nur zweitrangig. Die beziehen sich jetzt also in der Bestätigung, ist das ordnungsgemäß erfolgt, aus pragmatischen Gründen nicht auf die EVSE-ID. Gibt es Pläne, ab wann die Ad-Hoc-Preise verpflichtend eingemeldet werden müssen? Ja, die gibt es. Das wäre auch mit dieser Verordnung, die bereits soweit fertig geschrieben ist, die irgendwann demnächst in Begutachtung gehen wird, vom Klimaschutzministerium, diese Ladepunkte-Datenverordnung. Da wird auch drinstehen, dass der Ad-Hoc-Preis dann nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend zu melden ist. Und wann immer die in Kraft tritt, dann wird das so sein. Technisch ist das ja alles schon vorhanden und ist dann halt ein Pflichtfeld. Ja, eine haben wir noch. Also die Frage ist, oder sagen wir mal, die Aussage bei der Frage ist, dass der Dienstleister der Betreiber ist, das sehen wir nicht so, und das wäre uns auch nicht so, also wir kennen jetzt keinen Dienstleister, der behauptet, er wäre Betreiber. Ein Dienstleister ist Dienstleister. Er hat sich mit dem Gasthaus zur Rose oder wem auch immer einen Vertrag abgeschlossen, dass er ihm alle möglichen Dienstleistungen immer bringt, damit diese Ladesäule beim Gasthaus zur Rose steht. Aber Betreiber ist trotzdem immer noch das Gasthaus zur Rose und nicht der Dienstleister. Wie gesagt, bis dato wird in aller Regel trotzdem bei der ID die des Dienstleisters verwendet. Ist jetzt ad hoc nicht tragisch, ist auch nicht strafbar. Es gibt deswegen auch keinen Förderabzug. Soll sich künftig halt ändern, und dann ist das ein Stück weit klarer. Ja. Es ist sozusagen, letztendlich ist es eine Frage, also es steht in keinem Gesetz in diesbezüglichen jetzt eine hundertprozentige Definition von Betreiber. Ja. Also das ist sozusagen, irgendjemand muss sich outen und sagen, ich betreibe das Ding und ich trage die Verantwortung dafür. Und der ist dann dafür zuständig. Das ist wie in allen Gewerben auch, wie gesagt, immer der Vergleich mit dem Kaffeehaus. Es ist auch meines Wissens in keinem Gesetz definiert, wer jetzt Betreiberin wird eines Kaffeehauses ist. Gut, damit haben wir viele Fragen. Wie gesagt, auf ein paar werde ich vielleicht per E-Mail, eine hatte ich schon zugesagt, dass ich mich nochmal melde, um zu sehen, was da genau gemeint wurde. Wir freuen uns auch sonst gerne über Fragen, am liebsten zum Thema Ladestellen an support@ladestellen.at. Noch der Hinweis,
dieses Webinar, die Aufzeichnung von dem Ganzen und auch die Unterlagen finden Sie spätestens ab morgen auf unserer Webseite, da wo Sie sich auch angemeldet haben für das Webinar. Sie müssen da auch nicht stündlich draufschauen, sondern es geht automatisch eine E-Mail mit dem Link an Sie raus, wenn Sie sich angemeldet haben. Übrigens auch an alle, falls Sie jemanden kennen, die jetzt nicht dabei waren. Die kriegen auch den Link zugeschickt, die sich angemeldet hatten und können sich das dann im Nachhinein anschauen. Das Ganze bleibt auch öffentlich. Sie können das auch gerne weiterleiten, wenn Sie es interessant fanden. Der nächste Termin, das nächste Thema fürs nächste Webinar steht leider noch nicht ganz fest. Es ist immer eine, gerade wir sind alle sehr beschäftigt, ist immer eine Frage, einen Termin zu finden. Finden Sie aber natürlich dann auch wieder auf der oben genannten Seite. Oder für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal dabei sind, herzlich die Einladung unter dieser Adresse da, meine.econtrol.org, Verteilerlisten, sich in Verteilerlisten zu bestimmten Themen einzutragen. Dann kriegen Sie dann auch automatisch E-Mails immer zu den neuesten Webinaren und auch zu anderen interessanten Dingen. In diesem Sinn bedanke ich mich fürs Interesse, für die vielen Fragen, für die vielen Anmeldungen. Ich hoffe, ich konnte ein paar Dinge mehr oder weniger gut erklären und wünsche dann erstmal Mahlzeit und noch eine schöne Woche und bis bald. Danke.